Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Ja. Wir müssen jetzt weiter zur Quest-Ziel da oben. Ich weiß nicht, was wir genau da machen werden. Beziehungsweise ich weiß es nicht mehr. Ich denn rein? So. Und plündern. Ich nehme einfach mal alles. Ich hoffe, das Feuer tut. Danke. Das Feuer scheint mir nicht weh zu tun. Alles. Und dann habe ich schon Gold gefunden. Ein Traum. Den ist noch ein Haus. Da gehen wir auch erstmal hin. Meine Magie kann nicht verhindern, dass euer Mal weiter wächst. Um euretwillen würde ich deshalb vorschlagen, dass wir uns beeilen. Ja, ja, ist in Ordnung. Komm ich da rein? Ich komm da rein. Plündern. Genau, der kann ja sowas machen. Dann sehe ich ganz genau, wo was ist. Silberarmband. Kohle. Ist da noch irgendwas? Nope. Gehen wir mal hier hoch. Oh, hier ist noch was zum Plündern. Hab ich gar nicht gesehen. Träumerlumpen. Okay. Schon eine Menge gefunden. Seid ihr unschuldig? Ich erinnere mich nicht, was passiert ist. Damit kommt ihr nicht durch. Ihr hättet euch irgendeine Geschichte ausdenken sollen. Das hättet ihr getan. Es ist glaubwürdiger und senkt die Gefahr, auf dem Schafott zu landen. Der ist auch schon, alles klar. Ich hoffe, Liliana. Ich muss doch zurechtkommen, ja. Sie ist ziemlich einfallsreich, Supergirl. Sobald wir das vorgeschobene Lager erreicht haben, wissen wir es. Wir sind fast da. So, muss mich kurz am Ohr kratzen. Shori. Wir müssen ihn schließen! Schnell! Es werden immer mehr! Helft uns! Ich wünschte, man könnte ein bisschen schrinken oder so. Schnell! Benutzt das Mal! Dein Charakter ist eine Stufe aufgestiegen. Bei einem Stufenaufstieg werden deine Gesundheit und Werte automatisch erhöht. Und du erhältst eine Fähigkeit, von der du investieren kannst. Drücke H, um das Heldenmenü zu öffnen und wähle dort den Charakterbogen, um die Fähigkeitenbildschirm aufzurufen. So, das kann ich aussuchen. Ich kann entweder Mischmasch machen, sodass du alle... Nee. So dass er alle Skills irgendwie so ein bisschen lernt, oder ich kann mich halt auch immer auf eine Sache konzentrieren. Ich habe mir gedacht, ich werde ein Inferno-Zauberer. Meister dieser Schule der Magie nutzen die erbarmungslose Macht des Feuers, um das Schlachtfeld zu beherrschen. Gegner, die die ursprüngliche Explosion überleben, werden vor Entsetzen in den Wahnsinn getrieben oder finden in unlöschbaren Flammen den Tod. Ja. Und das ist so das, auf was ich Bock habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, bla 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 bla. Was haben wir hier? Wir haben Flammenopfer. Du erfährst eine gewaltige Explosion, die Gegner im Zielbereich in Brand stecken. Ist das so ein Flächending? Ja, ich lerne das erstmal, weißt du? Ja. Habe schon, ne? Ach, ich kann das schon. Okay, jetzt kann ich was Neues lernen. Oder ich kann verstärken.
Verzehrendes Feuer. Flammenopfer benötigt keine Regenerationszeit mehr, wird die Fähigkeit mehrmals hintereinander gewirkt, steigen allerdings die Mana Kosten. Oder Flächenbrand. Flammenopfer brennt heißer und benötigt eine kürzere Regenerationszeit, sodass deine Gegner häufiger am Flammen baden kannst. Okay, und dann habe ich hier noch singender Schmerz. Blitzfeuer brennt heller und heißer, wodurch sich die Panik deines Gegners verstärkt. Gegner, die durch Blitzfeuer in Panik versetzt wurden, hinterlassen nur bei ihrer Flucht eine Flammenspur, die Schaden verursacht. Ich mache erstmal das. Achso, ich habe es gelernt, aber ich kann es immer wechseln. Alles klar. Obwohl, ja, ich habe es ja nicht, aber ich nehme da Flächenbrand dann später. Ich muss nur kurz gucken. Herr Riss ist weg. Öffnet das Tor. Sofort, Lady Cassandra. Im Moment sind wir sicher. Gut gemacht. Okay, das ist so ein Opener, könnte man das nennen. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Ich hoffe. Sprich mit Liliana. Dann gehen wir da mal rein. Boris Lager, Moment, da war was. Nee, hier, die Kiste. Die kann ich aufmachen. Morgenstern. Ist das besser für Dings hier, für Cassandra? Ja klar. Nimmst du den Morgenstern. Was denn sonst? Ah, da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Ist das vordringlichere Problem denn nicht, die Bresche zu schließen? Ihr habt uns das alles überhaupt erst eingebrockt! Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Jetzt interessiert es euch also, was ich denke. Ihr tragt das Mal. Und ihr seid der Einzige, den wir am Leben erhalten müssen. Da wir es nicht schaffen, uns zu einigen. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. Der Tunnel müsste gleich dort vorne sein. Und direkt dahinter liegt der Weg zum Tempel. Was für eine Art Tunnel ist das?
Ein Bergwerksstollen? Er ist Teil einer alten Minenanlage. Diese Berge sind voll von derartigen Gängen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Ich finde das gut, dass er anhält, wenn ich den Zauber mache. Das finde ich echt gut. Das macht das alles einen Ticken leichter und sowas. Haben eigentlich die anderen auch einen Fähigkeitenpunkt bekommen? Nur mal so. Nö. Taktiken. Schildwall. Ich kann nämlich bevorzugt. Kann mich bevorzugte Sachen machen. Ich will, dass sie immer Schildwall zuerst macht. Verhalten, genau. Heiltrankreserve 2. Beschützen. Genau. Der nächste, das bin ich. Hier schließt mich sein Ziel an. Macht vor 30. Und da das gleiche. Er bevorzugt diesen Skill. Ja gut, er erstmal den Skill. 1, 2. Ja, sogar. Alles gut. Machen wir mal weiter. Okay. Hier ist erstmal gar nichts. Warte mal. Ein Stilett und ein Griff am Schild. Gleich mal gucken, ob der besser ist. Hat 6. Und der hat 5. Oh, ist sogar besser. Nimmst du den Schild? Ein Traum. Genau, man kann auch noch eine Menge Sachen sammeln, um zu craften. Weil ich glaube, die besten Waffen muss man sich echt craften. Oh, da oben sind wieder Gegner. Ich glaube, ich habe bestimmt nicht beide. Ja, schade. Alles klar. Hat er eben vor langem noch nachgebrannt, ey. Oh, irgendwo ist was da.
Ein Bronto-Leder. Ich schätze, wir haben die Soldaten gefunden. Das können unmöglich alle sein. Dann könnten sich die anderen vielleicht weiter vorne verschanzt haben. Die Bresche muss für uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sie nicht bald schließen, ist niemand mehr sicher. Das überlasse ich dem Mann mit der leuchtenden Hand. Zimmer, ne? Lady Cassandra! Leutnant, ihr habt überlebt. Mit Mühe und Not. Komm mal, ne? Aua. Schieß nur das Ding, wa? Ihr habt ihn ebenso geschlossen wie den letzten. So langsam bekommt ihr Übung. Dann hoffen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Im Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid, Lady Cassandra. Ich glaube nicht, dass wir noch viel länger durchgehalten hätten. Dankt unserem Gefangenen, Leutnant. Er hat darauf bestanden, dass wir diesen Weg nehmen. Dem Gefangenen? Dann seid ihr... Einfach nur jemand, der Risse schließt und Soldaten rettet. Und dafür bin ich euch zutiefst dankbar. Der Rückweg ins Tal ist im Moment sicher. Geht, solange ihr noch könnt. Wir brechen sofort auf. Na los, Bewegung! Der Weg vor uns scheint ebenfalls frei von Dämonen zu sein. Dann beeilen wir uns besser, bevor sich das ändert. Ich muss was gucken bei Audio. Das ist eigentlich ganz gut. Führer, Heimkino, Heimkino. Ich mach mal an. Alles klar. Lass mir so. Die Leiter runter. Das ist der Weg zum Tempel. Aber wir sind auf jeden Fall da dran. Also, Löcher im Nichts kommt doch nicht zufällig zustande, oder? Wenn ausreichend Magie zum Tragen kommt, ist es durchaus möglich. Aber es gibt einfachere Wege, Dinge zur Explosion zu bringen. Das ist wahr. Wie das alles geschehen ist, können wir uns fragen, sobald die unmittelbare Gefahr gebannt ist. Der heiligen Asche. Oder das, was von ihm übrig ist. So, ja, ist der Ort, an dem ihr aus dem Nichts getreten seid und von unseren Soldaten gefunden wurdet. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Okay. Templerhelm. Das ist doch für sie ganz gut, oder? Oh.
Ihr seid hier. Dem Erbauer sei Dank. Liliana, lasst eure Männer um den Tempel herum Posten beziehen. Dies ist eure Chance, das alles zu beenden. Seid ihr bereit? Ich werde es versuchen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich sie erreichen, geschweige denn, ob ich sie schließen kann. Nein. Dieser Riss war der erste. Und er ist der Schlüssel. Schließt ihn, dann können wir vielleicht auch die Bresche schließen. Dann lasst uns einen Weg nach unten suchen. Und seid vorsichtig. Alles klar. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Bringt mir das Opfer. Was ist das? Ich vermute die Person, die die Bresche erschaffen hat. Okay. Dieses Zeug hier ist rotes Lyrium, Sucherin. Ich sehe es, Varric. Aber was macht es hier? Magie könnte sich des Lyriums unter dem Tempel bedient und es verderbt haben. Es ist böse. Was auch immer ihr tut, berührt es nicht. Bringt das Opfer zum Schweigen. Hilfe! Jemand muss mir helfen! Das ist die Stimme der göttlichen Justinia! Okay. Was geht hier vor? Das war eure Stimme und ihre Heiligkeit. Aber... Was geht hier vor? Flieht, solange ihr noch könnt! Ihr müsst sie warnen! Wir haben einen Eindringling. Tötet ihn sofort! Ihr wart dort! Wer waren die Angreifer? Und die Göttliche? Ist sie... War diese Vision die Wahrheit? Was sehen wir hier? Ich erinnere mich nicht. Null. Oder Schild irgendwie. Echos dessen, was hier geschehen ist. Das Nichts sickert in diesen Ort hinein. Dieser Riss ist nicht versiegelt, sondern verschlossen. Vorübergehend. Ich glaube, mit dem Mal kann der Riss geöffnet und dann sicher versiegelt werden. Allerdings dürfte die Öffnung des Risses einige Aufmerksamkeit erregen. Das heißt Dämonen. Achtung. Achtung. Ne, ganz selben. Wo ist das Vieh? Da ist das Vieh, ich sehe das gar nicht. Wir müssen seine Verteidigung schwächen! Der Dämon ist verwundbar! Schlag zu!
kommen noch mehr! Feuer macht nur noch 4 Schaden, sich gerade. Boah. Wir müssen uns langsam jetzt besiegen. Ja. Das wird das echt eng. Okay. Ich wusste nicht, dass ihr wach seid. Wirklich. Halb so schlimm, ich... Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Ihr seid wieder in Haven, my Lord. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen. Genau wie das Mal auf eurer Hand. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Dann nehme ich an, dass mich jetzt wohl ein Prozess erwartet, richtig? Darüber weiß ich leider nichts. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist... wo? In der Kirche. Mit dem Lordkanzler. Umgehend, hat sie gesagt. Okay. Oh.
Bewachung des Patienten. Also wer sich das durchlesen will, einfach mal Pause drücken. Also machen wir da. Da. Haben wir hier noch irgendwas? Haben wir irgendwas? Nee. Erstmal gucken, was habe ich denn da alles gefunden. Stab des Drachen. Kann ich den. Kann ich sogar schon nehmen. Okay. Charakterwechsel gilt gerade gar nicht. Rüstung. 83, 94. Oh, Alter. Aber ist das eine leichte Rüstung? Der hat zwar wenig, aber eigentlich würde ich so eher die hier nehmen, weil die viel besser aussieht als die. Obwohl, die passt zu so einer Feuermagie, ne? Ja, scheiß drauf, ich nehme die. Ach, das war's halt wahrscheinlich keine weitere, ne? Alter, wie das aussieht. Egal. Aber bevor ich weitermache, wende ich jetzt erstmal diese Folge und wir sehen uns dann im nächsten. Also bis dann, ciao.